Weil ich glaube, diese Richtsymbole müssen auf jeden Fall auf meiner Seite stehen, weil ich bin ja so jemand, jeder, der die Tür aufschließt. Du kannst die Tür ja nicht da von innen ausschließen, geht ja nicht. Bist ja quasi im Knast. Ich muss halt den Schlüssel finden. Ja, für mich machen die Symbole, wie gesagt, überhaupt null Sinn zueinander. Wie wird das Dreieck, zum Beispiel, wenn du zu hier gehst mit Dreieck und Kreuz, ach, Kreis, wie wird das zum Beispiel zum Strich und ein Kreis? Das ist so eine Sache, die mir schon zum Beispiel fehlt. Die Symbole sind jetzt auch wieder anders, oder? Das sind aber, glaube ich, die Symbole, die wir schon hatten wieder. Dreh mal das unterste bitte. Weiter. 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 Manchmal kommt es mir so vor, als würde es ausschauen wie Zahlen von der Seite. Dreh den untersten nochmal. Lass mal den mal so. Dreh mal den obersten. Das war nicht der oberste. 20 hier. Weiter. 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 Bin mir nicht sicher. Dreh mal den darunter bitte nochmal. Weiter. 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 Und das lassen wir mal so. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ja. Das muss ich mal kurz nachrechnen. Weiter, den oberen. Weiter. Weiter. Voll was zum Schreiben. Ich habe Das nämlich ist auch gerade nicht noch. mehr im Kopf, wie eine 5 ausschaut. Hä? Weiter. Okay, du siehst da Zahlen, ich sehe da, naja. Weiter. Hieroglyphen. Na, das könnte man vielleicht als 5 durchgehen lassen. Unten drehen. Weiter. 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 Nee, da sehe ich keine. Manchmal sieht es aus wie Zahlen. Aber dann auch wieder nicht. Ja, ich glaube, das sind gerade definitiv keine Zahlen, vermute ich mal. Und das könnte eine 2 geben. 3, 4. Mit der 5 komme ich auch noch irgendwie hin. Aber mit der 6 komme ich nicht mehr hin. Ich habe noch eine andere Idee. Stell mal drüben nochmal das Illuminaten-Symbol ein. Wir es hatten hier so. Okay. Hast du? Ja. Okay. Stell mal auf der zweiten Rolle unten den Kreis mit einem X ein. Ja. Okay. Auf der untersten Rolle jetzt ein kleines, auf der Ecke stehendes Quadrat mit einem großen Kreuz durch. Auf der Ecke stehen. Ja. Habe ich nicht. Ich habe nur eins auf normal stehen mit einem Kreuz durch. Okay, dann nehmen wir das.
Dann auf der Seite jetzt ein Trapez mit einem Strich durch. Trapez mit einem Strich durch, ja. Jetzt ein Parallelogramm mit einem Kreuz durch. Nee, habe ich nicht. Ich habe hier nur eins mit einem Strich. Oder zwei. Dann nehmen wir das mit den zwei Strichen. Nee, da habe ich nur jeweils einen Strich. Einmal einen Strich, der von links oben nach rechts unten geht. Und der andere ist halt, der ist gespiegelt. Halt. Der geht von links unten nach rechts oben. Ja, egal. Wir probieren es aus. Jetzt unten irgendwie... Es müssen drei Kugeln drin sein oder eine Kugel und irgendwas, was aussieht wie so eine, wie so ein U. Wie so ein U. Ja, so eckiges U. Ein offenes Quadrat mit irgendwas drinnen. Das ist ein offenes Quadrat, was sieht noch aus wie jetzt ein eckiges U und ein Kreis in der Mitte. Ja. Hast du irgendwie einen Hebel oder was? Nein. Also. Oben ist halt der komische Strich. Oben habe ich ein X durch, also ganz oben. Aber nicht in der Mitte. Hast du denn oben? Hast du denn oben einen Kreis mit einem X? Nee, da oben ist kein Kreis. Nein, wenn du die Rolle durchgehst, hast du irgendwo oben einen Kreis mit einem X. Nee, Kreis sind hier nie, das sind nie Kreise. Okay. Also hast du ein Trapez. Trapez, ich weiß nicht, was ein Trapez ist. Das ist wie ein Quadrat, wie ein Rechteck, nur dass es oben spitz oder unten spitz zusammenläuft. Das ist auch nur oben. In der Rolle. Okay, dann such mal so eins raus, wenn es geht, mit einem Strich durch. Ein Strich? Ja. Quer runter oder von Ecke auf Ecke? Nee, von oben nach unten, wenn es geht. Okay, habe ich. Okay, jetzt ein umgefallenes E. Umgefallenes E. Ja. Ich glaube, da kann ich nicht mit wirklich dienen. Wir probieren es nochmal. Mit Alter, mehr Zeit. Mir macht das immer noch keinen Sinn. Du musst außer einen Hund gehen. Ich habe jetzt mal so gedacht, dass ich dir mal sage, was auf der Rückseite der Rolle steht, was ich sehe, damit du das unten eingibst, sodass es wie so eine Kette gibt. Weil ich habe auf der letzten Rolle unten nichts. Und das hat ja einen Grund. Verstehst du, wie ich meine? Ja, wie gesagt, ich hab komischerweise auf den Rollen überall was. Das ist egal. Ja, wahrscheinlich habe ich auf der letzten Rolle nichts, weil ich die ja nicht brauche. Weil ich muss dir ja nur die darüber sagen. Deswegen probieren wir es jetzt nochmal. Mal hier oben wieder Illuminaten-Symbol. Dass wieder das nach unten geht? Genau. Jetzt bei dir ein Kreis mit einem X auf zweiter Rolle. Habe ich wieder irgendwas anderes mit der X oder ist das nur einer? Ja. Was ja? Ich habe mich gesehen, da gibt es einen großen Kreis mit einem X in der Mitte oder es gibt einen kleinen Kreis mit einem großen X? Ich brauche einen großen Kreis mit einem X drin. Ja, dann der dicke Kreis und da gibt es nur einen. Ja. Okay. Dann brauche ich jetzt unten ein Quadrat in der Mitte, was links und rechts so einen Strich hat. Links und rechts einen Strich, ja. Okay, dann gehen wir jetzt rüber nach oben. Da brauche ich jetzt von dir wieder ein Trapez mit einem X durch, oder? Ja. Ja, habe ich. Okay, darunter jetzt ein Parallelogramm, was unten noch eins hat. Was so raussteht? Ein bisschen, ja. Oder? So die Hälfte. Da habe ich nur eins, was nach rechts raussteht. Ja, genau. Okay. Dann tust du jetzt mal unten noch einen Kreis, einen großen Kreis, der in der Mitte ein Quadrat hat. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Großen Kreis.
Ja, aber es ist nicht richtig, wie es aussieht. Dann scheint das zweite hier noch nicht zu stimmen. Die zweite Rolle. Also wir haben ein Parallelogramm, was nach rechts schaut. Und in diesem Parallelogramm auf der unteren Linie ist nochmal ein Parallelogramm. Nein. Ja, dann geh doch mal die untere Rolle durch. Ne, ich habe das nur das eine da, was wo ein großes Parallelogramm ist und da rechts noch ein kleineres rausguckt. Ja, okay, es müsste ja eigentlich stimmen. Das jetzt gedreht ist oder nicht, ist ja eigentlich in dem Fall völlig Banane. Jetzt haben wir halt einen großen Kreis, was aussieht wie mit einem Pinsel gemacht. Erst leicht aufgedrückt, dann dick und dann ein Quadrat drinnen. Den habe ich. Das oberste, gibt es da noch irgendwas anderes hier? Ich guck gerade mal. Ah. Es war das Trapez mit dem großen X in der Mitte. Nicht mit dem kleinen X. Okay. Da gab es zwei. Guck hier. Da gab es einmal das hier mit dem kleinen. Mhm. Und dann einmal das hier mit dem großen. Okay. Das war gerade. Jetzt raus hier. Ja. Raus hier aus dem Bunker, ey. Keinen Bock mehr, ich gehe in Urlaub. Aha. Oh Gott, ja, ich glaube, ich gehe wieder woanders rein. Warte, schau. Ich das sehe. Dann gehe ich wieder zurück, ey. Das heißt, nur wenn da Gitter auf dem Boden sind, halt wieder Feuer. Ja. Ja, guck du. Ach, gut, guck da nach unten. Ja, ich habe schon gesehen. Oh, Mama. Ich hoffe, das ist nur Deko. Oh, oh. Hier ist wieder was zum Kurbeln. Oh. Und hier ist nix. Und ein Aufzug, wie es aussieht. Also doch wieder eine Entscheidung. Hilfe, okay. Kurbel mich hoch. Das geht nicht, wir sind beide. Okay, wir haben das Spiel durch. Okay, es wird wahrscheinlich wieder wirklich so, einer kann nur entkommen, vermute ich mal. Und einer muss den... Ja, das wäre aber bescheuert, wenn es dasselbe jetzt nochmal machen. Ja gut, die haben dasselbe... Guck dir den ersten Teil an und unser erstes Rätsel, was wir gemacht haben. Das ist 1:1 das gleiche gewesen. Ja, aber das wäre doch echt dämlich. Warte mal, was haben wir denn hier? Und der ist wahrscheinlich dafür da, warte, kann man auch was drücken. Und das ist wahrscheinlich zum Hochkurbeln hier, den Aufzug. Und du kannst im Aufzug auch hochdrücken oder runter. Ja, und hier kannst du auch noch drauf drücken. Und da geht's auch nur noch, ja, das ist auch nur nach unten. Hm. Ja, dann steig du mal ein. Ja, ich kann da nichts mehr machen. Außer halt nach oben drücken. Du kurbelst nach oben. Na dann kurbeln. Ich kann nur nach oben drücken. Ich kann nicht. Ich bin oben. Jetzt habe ich mal den Aufzug nach. Hast du oben auch eine Kurbel oder sowas? Ich habe einen Schalter. Okay, hier ist ein Schalter, der geht nach oben. Unten, du hast einen Schalter, der geht nach unten. Aber wenn ich ihn jetzt drücke, was passiert da? Gar nichts. Ich habe jetzt hier Symbole. Das sind die Symbole, die wir unten hatten. Illuminatenzeichen, was nach links guckt. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht eigentlich. Ich habe jetzt mal den Aufzug nach oben gedrückt. Hier wäre ein Schalter drinnen gewesen in dem Zwischenetage. Mhm. Aber okay. Da kommt man nicht ran. Auf jeden Fall scheine ich jetzt auch nach oben zu kommen. Ja, jetzt bist du genau wie bei mir. Und hier haben wir halt einen Schalter, ich will nichts drücken hier, weil hier ist. Wo ist der hier? Guck mal hier hinter dir. Da ist wieder das eklige Event zu unten halt, nur dass es nach oben geht. Diesmal. Nur für was geht der nach oben? Der geht doch hier gar nicht mehr weiter nach oben, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es auch drücken, weil der macht nichts. Hier haben wir diese komischen Symbole, die wir unten hatten. Was die für einen Sinn hier oben machen, weiß auch keiner, ne? Nö. Jetzt ist eine Lampe angegangen hier. Hier oben links fehlt eine Lampe und da unten rechts ist eine Lampe angegangen, hier auf der anderen Seite. Was passiert, wenn ich jetzt in den Aufzug reingehe?
Und zack. Ich kann gar nicht nach oben klicken, es geht nur nach unten. Der fährt auch nicht mehr nach unten, wie es aussieht. Doch, macht doch jetzt. Warte mal, so komme ich in die Zwischenetage. Hä, aber ey. Ich nicht. Hä? Ich war das nicht. Mhm. Ich bleib einfach mal hier. Weil ich mich nämlich vorhin gerade gefragt habe, wie ich in die Zwischenetage komme. Die hinterm Aufzug war, wenn ich mich richtig erinnere. Da war nämlich noch ein Hebel drinnen. Hier ist er. Müssen wir jetzt auf Hebel die Acht gehen? Ja, jetzt ist eine zweite Lampe angegangen. So, kannst du den Aufzug wieder nach oben holen? Du hast doch den Knopf für nach oben. Moment. Ach, dafür ist der Schalter. Ah, jetzt macht der Schalter Sinn. Hier oben. Also, ich weiß es auch nicht. Ich rate gerade nur. Ah, ganz oben ist noch ein Schalter, sehe ich gerade. Du musst weiter nach oben fahren. Hinterm Aufzug ist noch ein Gang. Sehe ich gerade von hier unten. Nee, der wurde mir gerade kaputt gemacht, oder? Nee. Nee, das ist angemacht. So, jetzt bitte wieder nach unten. Na, ich kann auch nur nach oben drücken. Mach das bloß nicht. Wenn ich in den Aufzug reingehe, dann fährt er nach unten. Oder ich muss nach unten fahren. Da musst du erstmal nach unten fahren. Und dann rausgehen. Dann kann ich rausgehen. Und dich nach oben so, holen. Ja. Ach, du bist schon da. Das ist ja automatisch gegangen, weil der Gegenwicht. Der Aufzug hält nur eine Person, wie es aussieht. Okay. Und ich fahr mal nochmal nach unten. Warum? Weil wir müssen ja noch andere Schalter wahrscheinlich finden. Hallo? Hallo? Mehr Schalter gab es jetzt hier aber nicht mehr. Ja, es sind ja noch mehr Lampen. Die Sache. Wofür sind die Symbole über dem Schalter halt da? Hm. Gott, nochmal unten. Wofür ist der Schalter, der nach unten führt? Wahrscheinlich, dass man ihn nach unten kriegt, aber. Ja. Hat das Sinn? Ja, natürlich. So bin ich ja unten in das andere Ding reingekommen. Ich meine, hier draußen halt unten. Draußen. Na, probier's doch aus. Aber warum können wir in den anderen Raum wieder rein? Keine Ahnung, kannst du mal gucken. Kannst du mal die Symbole, warte mal, die Symbole oben, das waren Illuminatenzeichen, was nach links zeigt, ne? Genau, Illuminate, danach kam ein kleiner, Moment, da ist ein kleiner Kreis mit einem großen X durch. Kleiner Kreis mit einem großen X durch. Also nicht nur ein X, sondern wie so ein Stern. Stern. Also meinst du so viele Striche, ne? Ja. Genau. Okay, das nächste. Danach ein auf der Ecke stehendes Quadrat mit einem horizontalen Strich. Hm, horizontal. Ja, von links nach rechts. Ja. Danach ein Trapez mit einem vertikalen Strich in der Mitte von oben nach unten durch und auf beiden Seiten rausstehend. Und das Trapez ist oben enger als unten. Ja. Dann ein Parallelogramm mit einer diagonalen Linie von links unten nach rechts oben. Ja. Als nächstes dann ein nach rechts gedrehtes U mit einem Kreis in der Mitte. Hm. Also U, das U ist eckig. Entschuldigung. Das U ist eckig, ja. Nee, macht gerade gar nichts. Oh, ich habe hier einen Denkfehler drin. Warum denn? Das nicht. Wieso hast du einen Denkfehler oder in welcher Art und Weise? Ich habe dir doch die Symbole gesagt. Ja, mein Hirn. War das mein Hirn? Was soll ich dazu sagen? Also du nimmst ein eckiges U und drehst es einfach um 90 Grad nach rechts. Ja, und dann ein Kreis in der Mitte halt. Und das hat einen Kreis in der Mitte. Das oberste ist ja hier ein Trapez, was einfach einen Strich von oben nach unten durch hat, ne? Das oberste? Ja, also nachher, gut, das oberste ist das Trapez halt.
Und bei dir? Das Trapez hat einen Strich von oben nach unten, ja, der auf beiden Seiten rausschaut. Und das Trapez ist oben enger. Genau, und das, das Dings da, dieses verkratzte Rechteck. Ja, ist, hat eine diagonale Linie von links unten nach rechts oben und ist nach rechts verschoben. Ja. Passiert aber nichts. Da passiert nichts, oder ich habe die anderen Dinger noch. Also von links nach rechts haben wir ein offenes Dreieck. Aber da würde doch, gut, ich bestehe halt wieder beim normalen Raum. Da ist auch kein Schalter drin, sehe ich auch nichts. Da ist auch nichts drin. Na, vielleicht musst du jetzt einfach wieder herkommen. Ach, da ist ein Buch. Warte, hier ist noch ein Buch zum Lesen. Mhm. Ah, hier ist noch ein Schalter hier unten. Ja, dann betätige den Schalter. Müsste bei dir was passiert sein. Nein. Nicht wirklich. Was habe ich irgendwas mit dem Schalter jetzt getan? Tür verschlossen. Nicht wirklich. Also bei mir hat sich nichts getan. Da war ein Schalter halt, wie die anderen Schalter halt waren, die habe ich betätigt. Mhm. Kommen wir wieder hoch? Ja, genau. Kommen wir wieder hoch. Der Aufzug dauert ein bisschen, bis der reagiert. Das ist ein alter Aufzug. Ist vielleicht noch andere Eingänge, die wir nicht gesehen haben hier in dem Fahrschulschacht? Das weiß ich nicht. Vielleicht musst du auch einfach hier erstmal mit hierher sein. Bevor sich irgendwas tut. Hier hat sich da was getan. Also wir haben jetzt noch drei Lampen, die aus sind. Ich vermute mal, da müssten noch drei Schalter sein. Da habe ich irgendwas nicht gesehen. Ja, genau. Die Symbole habe ich auch eingegeben unten. Also da ist nichts passiert. Aber die Symbole müssten auch für irgendwas da sein. Vielleicht haben sie irgendwo einen Weg freigegeben. Vielleicht muss man den Hebel nochmal ziehen. Vielleicht hat das... fahr mich mal wieder hoch, bitte. Oder warte, lass mich erstmal runterfahren. Ach ja. Der Hebel geht ja nicht mehr. Der ist erledigt, ja. Noch weiter runterschicken kannst du mich nicht, oder? Nee, von hier aus wieso nicht hier oben. Okay, dann fahr mich mal hoch. Wieder. Drei Lampen, die noch aus sind. Für mich müsste das alles dann heißen, wir haben auch irgendwo einen Hebel halt. Den Aufzug. Oh, warte, mal. Weil es auch immer die gleichen Hebel sind, ne? Stell dir mal vor, wir haben einen Hebel in den ganzen, ganzen Spiel verpasst, ey. Wir müssen das wieder von vorne anfangen. Nee, du. Das wäre fies, ey. Wo bist du jetzt gerade, oben oder unten? Ich bin. Du müsstest den Aufzug nochmal höher schicken. Noch höher, es geht nicht, der ist gerade ganz oben. Kann. Muss ich wahrscheinlich wieder reingehen, ne? Achso, ja. So, jetzt hat. Ich fahre mal noch weiter runter. Du weißt, dass wir jetzt Todes sind, ne? Warum? Steig jetzt hier aus. Ja, das war ich auch vor. Und warum sollen wir das Todestein? Ist hier denn unten drunter noch vielleicht ein Ja, Dings? Weiß ich nicht, aber ich trau mich nicht. Ach komm, Feigling. Ich mach das schon. Nee, geht gar nicht. Geht nur hoch. Ja, und wenn wir halt beide draufstehen, geht's runter, aber das ist dann eine Todesfalle. Kann ich wieder runter? Ich will runter.
Aber wofür ist dann das komische Ding? Also ich glaube, dass das noch das tiefer Richtung Lava unten noch was ist. Ich kann die auch nicht irgendwie dem Rad runterholen oder so, ne? Alter, ist am Leuchten. Aber warte mal, da war doch noch irgendwo die Kurbel, die muss ja auch für irgendwas gut sein. Ja, aber irgendwie macht die gerade sehr wenig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die ist dafür nur da, den Aufzug anzuhalten. Ist hier hinten, unten. Mal, hier kann ich doch drücken, dass der runterfährt. Machst du jetzt auch ohne mich runterfahren? Oder nicht, oder doch? Ich glaube, der fährt nur, wenn du drin bist. Ich kann hier das Rad kann ich auch drehen, da passiert gar nichts aktuell, wenn der so steht. Dann machen wir es anders. Ich weiß noch, wer was, aber ich sehe da unten, ja, ich sehe da unten rein gar nichts. Machen wir es anders. Und da komm du mal her, hier hinten in den einen Raum, wo diese Schriftdinger waren, also diese Symbole. Ja, aber da waren wir doch schon. Aber ich hab die jetzt doch so eingestellt wie oben. Also ich hab doch keinen Augenschaden, oder? Nö. Ja. Und hier war der eine Schalter mit dem Buch drin. Auf der einen Seite hier. Und hier auf hier. Da. Zurück hier geht auch nicht mehr, oder? Nee. Der Raum ist nämlich hier neu gewesen. Es kann auch sein, dass die Schalter. Es kann auch sein, dass die Symbole das aufgemacht haben, das weiß ich nicht. Ich hab auch nichts gehört, kein Geräusch oder so. Establishment 7, oder? Lass mich raus aus dem Buch. Also noch so eine Schalterjagd am Ende machen muss. Kurz zum Ausgang. Ja, finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen, naja. Jetzt nicht so geil. Finde ich persönlich, weiß ich nicht. Ja, das finde ich jetzt auch unnütz. Na, die hätten einfach gesagt, das komische Zeichenrätsel des Letzten und fährt, das war's dann. Und vielleicht noch den Aufzug da reinbauen als Ausgang hat auch das Höchste von den Gefühlen dann. Ja, in den Fackeln oder so kann man auch nichts fummeln. Nö. Ich fahr nochmal nach oben mit dem Aufzug hier. Was ich mir davon verspreche, keine Ahnung, weil alle Schalter, die glaube ich eine Lampe anhaben, die sind eh schon an. Ja. Also ich hätte jetzt keinen mehr gefunden, der nicht an ist. Weil mir macht das halt Angst, dass die Schalter aussehen halt wie unsere Schalter, die wir immer hatten. Deswegen denke ich daran, dass das vielleicht so Dinger sind, die man vielleicht, naja, vielleicht alle anmachen musste. Das heißt, uns fehlen eigentlich noch drei Schalter. Ja, wahrscheinlich nicht gefunden haben. Dann müsste trotzdem das Spiel zu Ende sein. Ja. Warte mal, hä? Was denn? Ich frag mich gerade. Das irgendwas macht. Ich kann es halt nicht sehen. Aber wofür ist die Kurbel? Jetzt bin ich Rostfleisch. Keine Angst. Ich stand auf dem Aufzug. Ja, aber. Jetzt werden wir da drauf reingehen, da ist dann wieder Todesfalle. Aber da ist doch kein. Ich wollte schon durch die Lücke gucken, aber da sehe ich nichts. Passiert denn irgendwas, wenn ich hier in der Kurbel drehe? Geht dann irgendwie an der Wand irgendwas auf? Ist da. Ich
Ich vermute mal, das ist glaube ich, dafür, dass du den Aufzug aufhältst. Wohl eher. Nee, aber er fährt ja nirgendwo hin. Ich glaubte eher, dass, weil das hier. Hast du den Zweck gedrückt? Naja. Es kann sein, dass ich gleich sterbe. Ich guck gerade mal rein, ob man da irgendwas sieht. Nee, da ist nichts. Ich sehe nicht mal irgendwas da unten. Das ist einfach nur ein fettes Lavabecken. Von was müsstest du auch von hier? Ja, das ist das Lavabecken, was hier unten schon drunter ist. Da ist nichts. Guck mal, hier kannst du hier auch nur drunter gucken. Ja, ja. Ich frage mich halt nur. Da ist kein Schalter, nichts. Geh mal du hier drüben in den Raum rein. Und ich drehe hier nochmal eine Kurbel. Also macht irgendwo hier was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo da? Ich habe keine Ahnung. Schau ich um, ob irgendwo was aufgegangen ist. Die Kurbel muss ja für irgendwas gut sein. Ich vermute mal, dass das irgendwie im Zusammenhang mit der Dings ist. Ja, das wissen tun wir es aber nicht, Wandra. Na, was auch, warum soll die dann direkt daneben stehen? Nee, hier ist nichts. Ne, hier passiert rein gar nichts. Hm. Ich höre die Kurbel zwar sogar von auch bis hier, also die ist ziemlich laut. Ich frage mich halt auch, was die macht, aber... Ach, hör mal. Ja, natürlich. Der holt den Aufzug runter. Jetzt macht die mich was. Du hörst mir den Aufzug jetzt, wenn ich die Kurbel benutze. Nein, der Aufzug steht da oben. Also, aber ich... Der bewegt sich nicht. Wenn ich die... Oder? Das hört sich aber an wie der Aufzug, wenn ich den betätige. Machen wir nochmal. Oder lass mal los. Das hört sich an wie der Aufzug, aber ohne Scheiß. Nein, aber der bewegt sich nicht. Der bewegt sich nicht, kein Stück. Hm. Deswegen denke ich eher, dass es irgendwo was anderes ist, was aufgeht. Ist die Frage, wo, ey? Warte mal, ich hau mal den Aufzug wieder runter hier. Noch eine Idee, eventuell. Ich weiß ja nicht, ob das komische Rad das Tor oben. Nee. Das könnte sein. Aber dafür dreht sich das aber viel zu wenig. Es muss ja nicht weit aufgehen. Na gucken. Sag mal, wenn du oben bist. Jo. Das, ja, okay, wow. Das ist für das Tor. Ja, das heißt, wieder einer kann raus. Ja, aber früher sind dann die, oder ich vermute mal, hätten wir die ganzen Schalter gefunden, könnten beide raus, vermute ich mal. Wahrscheinlich. Na gut, dann raus mit dir. Nein. Doch. Tschüss, Mann rein. Beziehungskiste Erfolg freigeschaltet. Ja. Ja, also es ist eigentlich das gleiche Ende wie im letzten Teil, also im ersten. Nur, dass man vielleicht eventuell, naja, ich denke mal, hätte man genau, ich denke auch, hätten wir alle Schalter gefunden, wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, dass beide rauskommen. Da wir aber irgendwo das nicht gefunden haben, irgendwo zwei, oder wie viel? Vier Schalter waren es dann, oder? Oder drei? Drei. Na gut, dass wir die Schalter nicht gefunden haben, naja. Naja, was soll's. Ja, jetzt lassen wir noch kurz die Credits durchlaufen.
Und dann würde ich sagen, machen wir dann erstmal eine kurze Pause. Ich muss dann auch noch mit dem Hund raus. Das ist schon nach eins. Das ist dann nicht gewohnt. Es ist kurz vor eins. So, so wie es aussieht, sind die Credits durchgelaufen. Damit sage ich schon mal danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Let's Play. Wanderer, deine abschließenden Worte? Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Und ciao. Ciao.